Genau jenes Gen, das die Menschen unwissentlich beim über 4000 Jahre langen Selektionsprozess der meisten Kultursorten weggekreuzt haben. Dank dieser revolutionären Entdeckung wurde Fred Huff zum Wegbereiter des pestizidfreien Obstanbaus. Um eine resistente Sorte zu erhalten, musste man es ihm nur nachmachen und Kultursorten mit Malus floribunda kreuzen. Was nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Malus floribunda hat kleine, saure Früchte und die Nachkommen leider auch. Wie also schafft man es daraus, eine vermarktbare, resistente Edelsorte mit großen, süßen Früchten zu züchten? 1970 überlässt Fred Huff seine Ergebnisse der französischen Forschung. François Laurence zeigt uns, wie man anschließend vorging. Der erste Schritt bei der Sorte, die ich als Mutter auswähle, ist die Entfernung der männlichen Staubblätter. Ich entferne zuerst die Blütenblätter, dann die Staubblätter. Jetzt sind die Fruchtblätter bereit, befruchtet zu werden. Also nehme ich Pollen der männlichen Sorte, den wir aus deren Blüten gewonnen haben. Ich schüttle das Röhrchen. Nun sehen Sie auf meinem Finger Millionen Pollenkörner, die ich auf die fünf Fruchtblätter der Blüte gebe. Was ich hier tue, ist genau das, was in der Natur die Bienen machen. In Obstplantagen müssen die Apfelbäume bestäubt werden, damit Früchte wachsen. Das ist die Aufgabe der Bienen. Die Biene fliegt hin und her, dabei bleibt Pollen auf ihrem Körper haften, der auf einer anderen Blüte für die Bestäubung sorgt. Mein Vorteil gegenüber der Biene ist, dass ich das männliche und weibliche Elternteil ausgesucht habe und weiß, welche genetischen Eigenschaften beider Eltern ich kreuze. Das ist der kleine Unterschied. Und danach, ebenfalls ein Unterschied zur Natur, suche ich die Einzelpflanzen aus, die mich interessieren. Ausgehend von Malus floribunda züchtete man 7 Generationen, 32 Jahre lang, tausende Hybriden und eliminierte daraus systematisch alle anfälligen oder kleinfruchtigen Pflanzen, bis im Jahre 2002 die neue Sorte Ariane entstand. Der erste für den Großhandel geeignete Edelapfel mit dem Resistenzgen VF. Ein schöner, leckerer und biologisch angebauter Apfel. Noch ist Ariane dank des Resistenzgens immun gegen Apfelschorf. Aber wie lange noch? Genetiker befürchten, dass eines Tages der Pilz wieder die Oberhand gewinnen könnte. Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Die Sammlung des INRA belegt, dass der Apfelschorf unkontrollierbar ist. Er kommt in vielen Ursprungsvarianten vor, die zudem permanent mutieren. Die Forschung kann sich also nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern muss dafür sorgen, dass Ariane und andere Kultursorten weitere Gene übertragen bekommen, die sie besser vor den Mutationen des Pilzes schützen. Jetzt kommt Malus Sivasi ins Spiel. Das haben die Genetiker des Cornell Institutes schnell begriffen. 2002, im Geburtsjahr der Sorte Ariane, haben sie die erste große experimentelle Hybridisierung zwischen der Edelsorte Gala und ihrer Ahnensorte Sivasi in Angriff genommen. Aus ihrer kasachischen Sammlung nahmen sie die 7 resistentesten Malus Sivasi als Vaterpflanzen. Als Mutter nahmen sie immer denselben Gala. Die Samen der Kreuzung wurden gepflanzt. 6 Jahre später stehen wir in dem daraus entstandenen Obsthain. Hier wachsen 1200 Gala-Sivasi-Hybriden mit unterschiedlicher genetischer Ausstattung. In meiner Linken halte ich einen großen Gala. Das ist die Mutter. Jetzt pflücke ich ein Kind aus einer der Kreuzungen. Sie sehen, der Apfel ist zwar ziemlich hässlich und hat Beulen, aber er ist resistent. Der dritte Hybride gleicht dem Vater. Der vierte auch, ist aber groß und resistent. Der fünfte gleicht der Mutter. Der sechste ist eine hübsche Replik der Mutter. Der siebte gleicht dem Vater und ist resistent. Das Ergebnis ist verblüffend. Bereits in der ersten Generation sind die Früchte groß wie die der Eltern und schmecken vielversprechend. Und wie vererbt die Resistenz? Wir wissen, dass ein Großteil der Individuen dieser Population bereits eine hohe Resistenz gegenüber dem Apfelschorf aufweist.
Die nächste Phase unserer Studie ist nun herauszufinden, ob einzelne dieser Nachkommen tatsächlich eine Multigenresistenz besitzen. Ist das der Fall, können diese Individuen zur weiteren Hybridisierung dienen, um einen hochwertigen Apfel zu produzieren, der die gewünschte dauerhafte Resistenz aufweist. Im April 2009 wurde eine erste Bilanz der Gendechiffrierung gezogen. Zurzeit ist man dabei, mithilfe molekularbiologischer Methoden über 20 vielversprechende Gene zu isolieren, die nicht nur für eine Resistenz gegen Apfelschorf verantwortlich sind, sondern auch gegen andere unheilbare Pflanzenkrankheiten, wie den sich seuchenartig ausbreitenden bakteriell verursachten Feuerbrand. Wahrscheinlich werden im Institut nicht nur eine, sondern diverse neue dauerresistente Sorten entwickelt. Auch das französische INRA forscht in dieser Richtung weiter. Marlos Sevassi, der vor über 100 Millionen Jahren erschienene Ahne unserer Apfelsorten, verkörpert nun die Hoffnung auf eine pestizidfreie Zukunft im Apfelanbau. Eine fragile Hoffnung, denn seine natürliche Population ist bedroht. Wie steht es heute um die Bestände Almatis, der Stadt, deren Name übersetzt die Stadt der Äpfel lautet? Besorgniserregend, denn die Stadt hat sich auf Gedeih und Verderb der Globalisierung hingegeben, der Erdöl, Uran und das Bauwesen wichtiger sind als Bäume. In der nahen Umgebung gibt es keine Apfelwälder mehr. Früher war hier alles voller Apfelbäume und die mussten einer Kiesgrube weichen. Das hier sind die kläglichen Überreste des größten Apfelwaldes in der näheren Umgebung der Stadt. Auf dem Papier ein staatliches Schutzgebiet. Woanders hat man den Wald für Ackerland abgeholzt. Kümmert sich heute denn niemand um dieses weltweit einzigartige genetische Reservoir? Außer Aymag Djangaliyev offenbar nicht. Der unermüdliche Kämpfer hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um die Wildapfelbestände Kasachstans zu erhalten. Bis die UNO sich endlich erweichen ließ. Die kasachische Regierung stellte Fonds zur Verfügung, die allerdings für alle möglichen Expertisen verwendet werden und nicht etwa zur Finanzierung etwaiger Schutzmaßnahmen vor Ort. Also beschloss Professor Djangaliyev, sich selbst darum zu kümmern. Er nimmt ein gewaltiges Projekt in Angriff. 60.000 Wildapfelbäume will er ziehen und damit einen Teil der abgeholzten Wälder wieder aufforsten. Dabei bedient er sich der Technik der Pfropfung. Die Edelreiser stammen von Spenderexemplaren des Malus Sevassi aus seinem eigenen botanischen Garten. Wie beim Anlegen einer Obstplantage stellt er so eine Vielzahl von Klonen des Originalbaums her. Das sind die fertigen Jungbäume. Es sind Klone der Malus Sevassi aus meinem botanischen Garten. Die wurden dieses Jahr veredelt und sind bereits 2 Meter hoch. Das hier sind also Zuchtformen des Malus Sevassi, die sich in nichts von der Wildform aus dem Wald unterscheiden, aus dem der jeweilige Spender herkommt. Die Blätter sind herrlich und die Knospen haben sich, wie Sie sehen können, perfekt entwickelt. Mit diesen Bäumen will Professor Djangaliyev die jeweiligen Herkunftsorte wieder aufforsten. Die Klone werden von Milliarden Pollen anderer Apfelbäume aus dem Wald bestäubt, sodass die folgende Generation bereits wieder eine größere genetische Diversität aufweist. Djangaliyevs Projekt ist die einzige Maßnahme zum Erhalt des Malus Sevassi. Aska heißt die grüne und Asya die rote Sorte. Beide wurden von Professor Djangaliyev gezüchtet und wurden anschließend patentiert. Der hat mehr Zucker, gute Säure und ist fest. Sind die resistent gegenüber Apfelschorf? Aber natürlich. Das ist also endlich ein resistenter Apfel, der nicht behandelt werden muss. Ein Apfel mit allen Eigenschaften eines vermarktbaren Apfels im Hinblick auf Textur, Zuckergehalt und Säure. Doch er kommt aus den Wäldern Kasachstans und ist keine Züchtung. Das ist wirklich erstaunlich. Die Kommerzialisierung solch eines Apfels ins Auge fassen? Warum nicht? Diese Bäume haben ihre Stärke aus der Natur. Die Natur macht keine Fehler. Schön, wohlschmeckend und vor allem bio. Warum werden die nicht auch bei uns angebaut? Am 21. Juni 2009 stirbt Aymag Djangaliyev und sein Projekt verwaist. Jetzt könnte nur noch die Politik das Desaster der Abholzung der Apfelwälder Kasachstans verhindern.
Wir müssen Wawilow und Dschangaliew danken, jenen Männern, die den Apfel aus dem Garten Eden bekannt machten und uns in ihrer Bescheidenheit eine alte Weisheit erneut vor Augen führten. Man muss von der Natur lernen und sie deshalb um jeden Preis für unsere Nachkommen bewahren.